Hallöchen, liebe Freunde, und willkommen zu einem neuen Angespielt, und zwar von dem Vorgänger zu dem Spiel, was wir schon gespielt haben, Shopkeep 2 hatten wir schon mal angespielt, und ich habe auch noch den Key für Shopkeep, also das normale, bekommen, die Vorversion im Prinzip. Und wir werden uns durch die Einführung spielen. What? Okay, okay, Einführung bitte einfach nur hier ein paar Informationen. Alles klar, wie erst die bewegen. Eigentlich habe ich es auf Deutsch gestellt, allerdings ist nicht alles auf Deutsch. Dann haben wir 4 Modis, Ware, Bestellen, ja, ist dann ja, ist klar. Let's go. Play Game, Shop Name. Ducky! Ducky.sk, New Shop, Tag 0, 60 Gold, 0 Objekte, 0 von 10 Luxury. Was? Da drunter das. Breaking legs so you won't jump, making sure thieves building pathways, ne? Das erste Mal die Welt zu erstellen ist genau wie in Minecraft, dauert immer ein kleines bisschen, bis sich alles generiert hat. Okay, ist etwas, okay, alles klar. Also sie klickt, aber es funktioniert. Gut, das ist unser Laden. No jumping. Achso. Drücke F, um zwischen deinem Haus und dem Hinterzimmer deines Ladens hin und her zu reisen. Das ist das Hinterzimmer meines Ladens. Ja. Press Q to start ordering items. Wir können mit Q Items ordern, das heißt also bestellen. Mhm. Ich habe 60 Gold, hat er hier unten links. Ich meine Gold, 60 Gold. Wir nehmen 3 Heiltränke mit und die bestellen wir. Platziere einige Möbelstücke in der Bauphase, bevor du den Shop eröffnest. Aber wie? Oh. Ah ja. Alles klar, alles klar. Haben wir da? Ein Mülleimer. No loitering. Wir werden nicht geläutert. Mann, ich will aber jumpen. Haben wir da? Drücke F, um diese Wand einzureißen. Ah, man kann seinen Platz noch größer machen. Interessant. Huch, das haben wir die Tür gerade gemacht. Ah ja. Das Spiel ist gar nicht unverbuggt oder so. So, wo habe ich denn meine 3 Heiltränke? Kunden vertragen keine starken Tränke. Wir haben noch verschiedene Modis. Ich will ein bisschen sauber machen. Husch, husch, husch. Mit E kann ich was einhämmern. Hält einen beliebigen kleinen Gegenstand, kosten 4 Gold. Ja, das ist nicht verkehrt. Wir brauchen natürlich ein Podest, um darauf natürlich Dinge legen zu können. Und jetzt kann ich sogar noch kämpfen. Sehr interessant. Sehr, sehr spannend. So, aber ich habe die... ich habe die geordert, aber wo sind meine Items, die ich gerade bekommen habe? Check Day. Ne? Tägliche... Ausgaben, wo ist es? Tägliche Statistiken. Dum, 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 dum. Wo sind meine Bestellungen? Die müssten ja schon angekommen sein. Schau mal da. Nichts. Ah, hier ist die Lieferung. I understand. Ja, dann werden wir die natürlich auf unser Podest draufpacken. Increase and decrease margin with plus minus. Bla. Ja, let's go. So, ich würde jetzt gerne, ich habe genug gebaut, würde ich sagen. Ich muss trotzdem noch irgendwas machen. Auf 1000 Punkte für 10.000 Gold. Mhm. Immer neue Dinge dann scheinbar dazu. Read Ordering Tutorial to disable this tool. Aber ich hab's doch schon gemacht, oder nicht? Ich meine, ich habe auch schon was bestellt. Verstehe nicht, warum du nicht, warum du möchtest, dass ich jetzt noch ein Tutorial dafür lese. Wir haben jetzt sogar noch ein paar günstigere Items. Oh, nee, entleeren.
Entleeren wir einen Recall Stone. Wir haben allerdings nur noch 18 Gold. Das heißt, im Prinzip möchte ich natürlich jetzt den Laden eröffnen. Ja. Nice. Tag 1. Let's go. So, kommt herein, meine lieben Customers. Da hinten kommt einer, da. Da auch und hier auch. Kann ich die auch töten? Kann ich die auch mal mit dem Schwert kitzeln? Hier kann man übrigens die Wand einreißen, ne? Das ist das, was der Raum, der dann frei werden würde. Ja, oh, die wollen woanders hin. Ey, die gehen bei der Konkurrenz einkaufen, das geht ja mal gar nicht. Ich komme hier gar nicht rein. You can offer customers your wand as well. Was? Was? Ich habe nichts mitbekommen. Hier haben wir einen Notausgang. Oh, Hallöchen. Ah, das bin ich also. Ja, ja, richtig, richtig fies. Ah ja. So, so. Sind wir ernsthaft gerade mit von... Ach, das ist unser Haus, ja. Ach, guck mal, das ist unser Haus. Das ist ja witzig. So, da gibt es ein... Press für ein Item ist das ein Seasonal. Hat der gerade einen Trank geklaut? Der Huhn hat ihn geklaut, oder? Der rennt jetzt deswegen weg. Bleib stehen, du Lump! Das soll er wahrscheinlich in seinem Haus stehen bleiben. Ah, komm her, komm her, komm her! Huah, huah. Du Lutscher! Gib mal einen Trank wieder her. Ha! Vergiss es, du Lutscher! Wolltest du dir mal meinen Trank klauen? Sie hat es tatsächlich sogar geschafft. Ich bin mir natürlich noch hinterher. Press 5 to see if an item is a seasonal one. Read seasons, alles klar. Sicherlich. Dann finden wir noch einen Trank, also im Prinzip ist ein Salzstreuer. Offerings. Stehende Stamm. Können wir jetzt hier das Ding hier noch einpacken? Rechtsklick immer, okay. Wir können im Prinzip neue Items bestellen. Wir haben. Das ist ja voll bescheuert. Ich kaufe die für 10 und verkaufe die für 10. Verkaufe sie wieder für 10. Ich muss da den Preis erhöhen. Oh, ein Depp, ey. Plus. Ne. Ups. Miss Plus und Minus. Wo steht denn das? Wie viel das Ding teuer, wie teuer das ist. 100 Pfeiltasten? Nö. What? Ja, ich muss natürlich viel mehr Geld in den verkaufen, sonst mache ich ja... ah ja. Sonst mache ich ja gar keinen Profit. Hä? Plus minus funktioniert aber nicht. No jumping. Mann! Mit einem Nicht-Jumpen ist das nervig. Plus minus. Ah, ich habe auch Shopkeep 2 nicht sehr gemacht. War nicht kein optimales Spiel für mich, muss man sagen. Aber ich sehe auch gar nicht. Einführungen. Preis. Aber Plus und Minus, aber ich habe Plus und Minus gedrückt, funktioniert vielleicht auf dem Numblock. Ah, okay. Ja. Auf dem Nummernblock kann man das machen. Verkauf für 12, für 13. Ah, wahrscheinlich kann ich sogar für 30 verkaufen. Das wird ja wahrscheinlich total egal sein. Es ist ein gewisses Angebot für einen Heiltrank. Kaufe Ware. Prüfe die. Nicht so traurig. Inventargegenstand. What? Und die will ein Schwert haben, ha? Huh? Kaufe Ware. Meinst du, möchtest du ein Schwert haben, ja? Sagst du. Hier. Und das. Unschuldig minus 1. Ich muss. Huch! Huch!
Ich schieße mir die Magie dann einfach aus dem Huch. Mensch, das ist ja Wahnsinn. Na, ich kann ja im Prinzip, ich muss immer wieder Gold bezahlen, weil ich im Prinzip meine Leute töte. Oder die Stadtbewohner töte. Im Prinzip kann ich ihn jetzt töten. Okay, ich kann den Traktor nicht mehr mitnehmen. Das haben sie nicht doof gemacht. Du kannst den Traktor tatsächlich nur noch wieder mitnehmen, wenn die Leute, wenn die den geklaut haben und nicht bezahlt haben. Das ist ja doof. Das habe ich umsonst dann umgebracht. Ah, herrlich. Was haben wir hier? 1, 0, 2, A, A, B, Tränke, what? What? Was, zusätzliche Rüstung? Hä? Okay, ich komme nicht mehr zu den Tränken. Ach da. Aber es sind nur Tränke, ich will aber alles anzeigen. Okay. Hier alles? Ist das alles? Ich glaube, das ist alles. Ja gut, jetzt ist halt Phase, jetzt ist der Tag angekommen, ne? Wir haben wir haben verschiedene Phasen. Jetzt ist aktuell Tag angebrochen. Das heißt, während des gesamten Tages und auch während des Morgens und so weiter können wir natürlich, wie viele Leute hier sind. Können wir die leichte Form beim Laden ist jetzt nicht so geil, ne? Schlechte Reputation. Können wir immer wieder Dinge bestellen? Sollten wir vielleicht auch mal machen. Ich werde einfach mal ins Heiltrankgeschäft einsteigen. So, wo muss das sein? Oder? Ah, hier. Die Kiste. Ich kann eine Quest gleichzeitig aktiv haben. Order Scroll ist es nicht hier. Statistics. Hier ist nichts mehr drin. Was? A Portal? A Portal could be here. Okay. Gekauft für. Ich mache einfach mal. Gott, ich muss das ernsthaft alles per Hand klicken. Ja. Ich würde sagen, für. Wir verkaufen mal für 18. Jeweils für 18? Ja. Ich glaube, dann machen wir schon ziemlich viel Gold. Unser Heiltrank? Heiltrank? Sie haben einen Heiltrank haben wollen? Gewinn 110%. Naja, also will mir 11 Gold geben. Und ich würde jetzt warten, bis hier wieder Leute reinkommen. Ich weiß nicht, ob sie ihn kaufen. Ich würde ja auf ein paar Customers warten. Was haben wir da? Wir einen Pilz haben, ne? Ich kann nicht springen! Leck mich. Hier liegen aber so viele Leichen, meine Güte. Wo kommen die denn her? Kommen sie rein, leckere Tränke, köstliche Tränke. Sie wollen alle Tränke haben von mir. Sie wollen doch bitte alle Tränke haben von mir. Das ist voll gemein. Weißt du, ich kenne das auf dem Flohmarkt, also ich kenne sowas nicht, das ist voll deprimierend, wenn einfach die Leute, die sehen deine Ware, ist ja voll teuer, oh nee, da gehe ich jetzt nicht ran, oh, das ist ja voll teuer. Einfach weitergehen und dich einmal sagen, gucken, was willst du denn für Geld haben, was, teuer. So, Trödelmarkt und Flohmarkt ist genau das gleiche, weißt du, hast so einen Stand, ich hatte glaube ich einmal in meinem Leben einen Stand gehabt mit meiner Mutter zusammen und wo ich halt selbst irgendwie ein bisschen den Stand bedient habe, da war ich Kind. Das ist so teuer, wa? Hä? Nee, du willst den auch nicht haben. Geht doch. Einfach mal zu einem Skelett gemacht. Lol. Und da sind teilweise auch so Leute, weißt du, die kommen dann. Was wollen sie dafür haben? Ja, so 2,50. Ich gebe dir 50 Cent. Nee, verkaufe ich nicht. Nee, das ist doch voll teuer. Boah, ey, da würde ich die Krise kriegen. Genau das gleiche hier. Das ist ja voll teuer. 18 Gold für einen Heiltrank. Naja. Genau, meine Lieben Freunde, das ist Choppy Keep. Irgendwie ist hier ein Trank verrutscht. Stellen wir da schön ordentlich hin. Wie gesagt, das angespielte Choppy Keep 2 haben wir auch schon gemacht. Weil das ist jetzt nicht so. Naja. Auch das Handling ist alles sehr, sehr schwierig. Alter, bist du behindert? Kannst du bitte aufhören, meinen Trank hier rumzuschubsen? Wer versucht, meinen
Meine Tränke jetzt zum Mobben, der wird getötet. Fertig, aus. Ja. Gut, meine lieben Freunde. Na, das ist so das Grundprinzip. Wir kaufen immer mehr Items, auch teure später, und verkaufen sie im Prinzip mit einem gewissen, Gewinnspanne für uns. Ganz normal, einzelhändlermäßig. Und ich weiß nicht, ob man später noch was automatisieren kann. Auf jeden Fall wurde uns irgendwann der ganze Laden vollstehen mit Podesten und Items. Wie hat Bo gesagt? Unser Level steigt auch. Ich weiß nicht, wofür wir unser Level benutzen könnten. Ich weiß nicht, ich glaube, raus gibt's hier. Geht in dem Spiel hier nicht. Ich glaube, das ist eher. Ich weiß nicht, warum wir Combat haben. Achso, zum Kämpfen, falls ein Dieb kommt, klar. Ich glaube, es geht hier nicht lange, ne? Nö. Ich bin einfach nur außerhalb der Map. Ja. Dann, meine lieben Freunde, bedanke ich mich fürs Zusehen. Beim Angriff fehlt schon Shopkeep. Das ist ein Spiel auf Steam. Kostet Geld. Oh, verdammt. Ich weiß gar nicht, wie ihm geschieht. Okay. Und dann sehen wir uns. Oh, kriege ich Erfahrung dafür? Nee. Nur fürs Verkaufen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder bei Angespielt, Leute. Danke fürs Zusehen. Bis dahin. Tschüss.